Hallo Freunde des Bastelns und Lötens und Schraubens und Elektroautos bauen und so weiter. Heute gibt es eine kleine Premiere, und zwar ist heute zum allerersten Mal die Mini Franz Box im Einsatz als Motorcontroller. Ich habe gerade vorhin beim Anschließen bemerkt, dass noch ein paar kleinere Bugs im Programm sind, aber das soll jetzt nicht weiter stören. Das betrifft hauptsächlich diese ganze Start-Stopp-Automatik. Da habe ich noch irgendwo einen Überlauf oder irgend sowas. Jedenfalls gibt es da ein bisschen komische Zustände. Ich schalte das jetzt einfach mal nicht ein, und da funktioniert's. Aber ich wollte mich einfach mal durchs Programm durchklicken, um zu zeigen, was ich da so für kleine Extras drin habe. Wie schon neulich vorgeführt, habe ich mein VW Golf 4 Gaspedal. Damit kann ich die ganze Sache wunderbar steuern. Diese Gaspedale sind eigentlich super und spottbillig. Und was soll's, warum soll man da irgendwas Teures aus Amerika kaufen? Dann hat sich hier am IGBT und so weiter nichts verändert. Ich nehme auch dieselbe Treiberstufe. Das Einzige, was jetzt neu ist, ist die Mini-Franzbox, die das alles steuert. Und dazu gehe ich jetzt mal, ich hoffe, man kann es dann lesen, es schaut eigentlich ganz gut aus. Ich gehe jetzt einfach mal, indem ich hier auf den Eingabeknopf drücke, ins Konfigurationsprogramm. Also ich drücke die Taste, gehe in den Setup, und wenn ich loslasse, sind wir da drin. Hier haben wir den Setup vom Nullpunkt der Strommessung. Diese 518 sind der Eingangswert vom AD-Wandler. Das sind also 2,5 Volt. 5 Volt wären 1024 und kommt aus diesem Flem HASS-Stromwandler, der einfach hier in der Leitung hängt. Das stellt man einfach ein auf denselben Wert. Das heißt, links kann ich die Zahl verändern, indem ich einen Knopf drehe. Und wir haben hier 518. Also stellt man das auf 518 und bestätigt's. Dann muss man hier im Menü auf Extended Setup. Das ist einfach so ein schneller Ausgang im Menü, weil normalerweise stellt man nur diesen Nullpunkt hin und wieder nach. Und der Rest sollte eigentlich bleiben, nachdem es einmal passt. So, da gibt es nochmal was, da könnte ich die Standardwerte einstellen. Und ich gehe jetzt einfach weiter. Das sind die maximalen Ampere. Steht jetzt auf 500, auf 151 Ampere Maximum. Das ist die Begrenzung vom Motor. Das ist jetzt für die Prüfstandsversuche einfach mal ganz gut, weil ich mit ein paar alten Autobatterien arbeite. Und da sind 150 Ampere genug. Dann bestätigen mit Enter. Dann gibt es die maximale Drehzahl. Das ist zwar jetzt schon im Programm drin, aber ich habe noch keinen Sensor an meinem Motor. Das kommt noch. Und hier haben wir dieses Problem. Also diese Einstellung macht noch Probleme. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Da kann man zum Beispiel einstellen, mit wie viel Ampere der Motor im Leerlauf maximal läuft. Das ist ganz gut so, weil dann kann man abwürgen oder sonst was, und das Auto fährt einen nicht irgendwie davon. Ebenso, jetzt wird es interessanter. Hier stelle ich ein, was der Nullpunkt vom Poti ist. Dieses VW Poti hat praktisch vor dem eigentlichen Poti hinten und vorne noch Widerstände dran. Das heißt, der Minimalwert, das ist jetzt der rechte Wert, wenn ich drauf drehe, ändert sich der. Also 945 ist in diesem Fall Vollgas, und losgelassen sind wir bei 149. Also stelle ich meinen Nullpunkt ein bisschen drüber. Das sind jetzt einfach mal, ich habe jetzt auf 156, 155. Da darf schon ein bisschen Platz sein. Das ist einfach der Leerweg, den das Pedal dann hat. Und das ist praktisch der Nullpunkt, wo die
mein Controller überhaupt erstmal das Pote, ja, wo der Bereich anfängt. Dann haben wir noch den Endpunkt. Da haben wir dasselbe. Dreht praktisch drauf. Rechts wird angezeigt 945. Und ich stelle jetzt mein Maximum ein bisschen drunter. Das heißt, bei 935 ist praktisch Vollgas. Wenn man das mal sagen kann. Vollstrom müsste man ja sagen, aber passt schon. Jeder weiß, was gemeint ist. Mit Bestätigung bin ich jetzt noch in diesen Fehlerzuständen. Ich lasse los. Das Pote ist auf 149 und Error Low, das heißt, wenn der Wert unter 100 ist, das wären dann ungefähr 0,5 Volt, dann erkennt der Controller, das ist Fehler und schaltet ab. Und genauso der Fehler für Fehler High, das heißt, wenn der Wert vom Pote über 1000 kommt, das sind also ganz knapp 5 Volt, und drüber, dann geht der Controller ebenfalls auf Fehler, weil dann ist irgendwas mit dem Kabel falsch. Entweder Kurzschluss nach plus 5 Volt oder eben irgend sowas. Und der untere Wert war zum Beispiel die Erkennung von einem Kurzschluss nach Masse. So, und dann sind wir im normalen Betriebszustand. Das Poti 0, das ist also schon der berechnete Wert. Ampere 0 drunter, weil jetzt kein Strom fließt. Das ist der Nullpunkt eben vom Stromwandler. Und nochmal drunter sieht man jetzt ADC 149. Das ist der direkte Eingangswert vom AD-Wandler fürs Strom, fürs Gaspoti. Also wenn ich hier drauf tritt, dann ändert sich der untere Wert und oben der Poti-Wert steigt. Wir haben jetzt also 29 Ampere. Das Poti ist auf 14, sind jetzt immer umgerechnete AD-Wandlerwerte. Also AD-Wandler kommen jetzt ungefähr 200, und wenn ich voll drauf drehe, dann geht es. Also, nochmal ganz kurz, unten ist der der unveränderte AD-Wandlerwert, der ist jetzt auf 149, das sind ungefähr 0,7 Volt. Das ist so eine Eigenheit von dem VW-Poti, das hängt an 5 Volt. Ampere sind 0, weil wir da eben gerade den Nullpunkt eingestellt haben, und Poti 0 ist 0, weil das Poti jetzt einfach auf 0 steht, also das ist umgerechnet auf den unteren Grenzwert und den jetzigen Ist-Zustand. Dieser Poti-Wert, der geht von 0 bis 255, weil ich das praktisch dann direkt weitergebe an die PWM, also Pulsweitenmodulation, und da habe ich diese 256 Stufen, also 0 bis 255. Der LEM-Stromwandler gibt auch 0 ein. Da haben wir auch wieder direkte Werte. Und was man dann sonst noch sieht, PWM 0, also es wird keine Kurzpausenmodulation ausgegeben. Wenn ich drauf drehe, dann kommen halt die Werte von 0 bis 255. Max 151, das ist die momentane Einstellung, maximale Ampere 151, und drüber regelt er wieder runter. N62, das ist der untere Grenzwert von meiner Drehzahlmessung. Wie gesagt, die Messung funktioniert schon, aber es gibt noch keinen Geber am Motor. Und das andere sind jetzt meine Grundeinstellungen, Low 156 und High 935. Das gebe ich jetzt einfach so aus. Das Display wird wahrscheinlich noch ein bisschen verändert,
ist alles provisorisch, damit ich so sehe, was da los ist. Und Run Stopped heißt jetzt einfach, der Controller ist bereit, aber er steht. Sobald ich Gas gebe, verschwindet das Stopped und der Controller läuft. Ja, dann habe ich da drin noch so eine Art Start-Stop-Automatik, aber wie gesagt, da ist ein kleiner Bug im Programm. Ich führe es trotzdem mal vor, weil es egal ist. Also gehen wir wieder ins Setup. Alles so bleiben. Und jetzt gebe ich da einfach mal so eine für den Leerlauf einen PWM-Wert von 5 oder 6 vor. Da läuft der Motor gerade eben so im Stand. So, das passt alles. Muss man sich durchklicken. So, nach dem Einschalten ist der Motor auf 0. Jetzt steht da Idle, das heißt Leerlauf. Und wenn ich jetzt Gas gebe, läuft er los. Und dann läuft er im Leerlauf weiter. Ist jetzt begrenzt auf 35 Ampere. So, das war gerade der kleine Fehler. Wenn nämlich da was begrenzt, dann läuft anscheinend irgendeine Variable nach unten über und gibt ein bisschen Vollgas. Aber das kriege ich hin. Da muss ich meine Variablen kontrollieren und wird dann. Wenn er jetzt im Leerlauf ist, kann man anhalten und wie so eine Start-Stopp-Automatik und dann steht er wieder und wenn man Gas gibt, läuft er wieder los. Ob man diese Funktion irgendwann mal wirklich braucht, ich weiß es nicht. Mal sehen. Ist jetzt einfach mal so drin. Den Fehler werde ich finden. Und dann sehen wir weiter. Nochmal zur Demo, wie winzig diese Steuerung jetzt ist. Das ist ein 14-poliges Bandkabel. Und irgendwo... sollte das ausschalten. Also wie gesagt, die Schaltung ist sehr winzig. Irgendwo da hinten versteckt sich der Prozessor. Das rote Licht ist jetzt die Warnleuchte für den Zustand, dass der Motor steht, obwohl alles aktiv ist. Wenn ich aufs Pedal drehe, geht die Lampe aus und daneben kommt die Kontrollleuchte für Pulspausenmodulation. Das war's für heute. Ich werde mich jetzt mal um die Fehlerchen kümmern, aber grundsätzlich funktioniert die Schaltung, obwohl ich es eigentlich sowieso nicht für einen Controller jetzt einsetzen möchte. Aber nur mal zur Demo. Ein paar Fehlerchen noch, aber dann sollte das auch funktionieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.